Hallo Leute, hier ist der Jake und heute präsentiere ich euch ein besonderes Messer, das man schon allein an der Klingengeometrie erkennt. Ihr habt es eben an der Skizze erkannt, die ich gemacht habe, das African Hunter Messer, hergestellt unter anderem von Karl Schlieper, von Anton Wingen, von Hubertus, von Edgebrand, von Linder, von Hofritz, von den Gutmann-Marken und so weiter. Das besonders Auffällige ist eben diese lange geschwungene Entenschnabel, der so nicht sehr häufig ist. Es erinnert ein bisschen an so einen orientalischen Säbel, Scimitar zum Beispiel. Ich würde mir so vorstellen, ein Prince of Persia Messer. Und jetzt wurde ich tatsächlich fündig, habe dieses Messer erworben hier. Es ist kein Original, leider. Aber die Scheide mal außen vor, die wirklich ein Billigprodukt ist aus Kunstleder, die lege ich auch zur Seite. Das Messer selber ist, wenn es ein Nachbau ist, ein super toller Nachbau. Ich vermute allerdings, dass es Originalteile sind von einer Solinger Firma, die eventuell insolvent gegangen ist, oder jemand hat sich die Originalteile mit nach Hause genommen und die doch zusammengeschraubt. Es sind so haargenau die gleichen Teile, die also auch von der Größe her wie das Original sind, dass ich mir kaum vorstelle, dass sich jemand die Mühe gemacht hat, und das so nachzubauen. Oder ich liege falsch. Also da bin ich mir nicht hundertprozentig natürlich sicher. Jedenfalls, dieses Messer hier hat eine Gesamtlänge von 33,7 cm, eine Klingenlänge von 20,8 cm, eine Klingenbreite von 35 von hier bis 41 mm, die Klingenstärke beträgt 5,5 mm und das Gewicht 417 Gramm. Wenn einer das hätte fälschen wollen, hätte er nicht nur stainless rostfrei, sondern sehr wahrscheinlich dann auch irgendein Firmenlogo aufgeätzt. Naja, es ist jedenfalls im Gesamtzustand als neuwertig zu betrachten, vielleicht leicht gespielt, und passt so toll in meine Bowie-Sammlung, dass ich recht froh bin, dir das Ding erworben zu haben. Ich zeige euch jetzt noch ein paar Bilder. Ah ja, vorab mal als Vergleich, noch als Solinger Klassiker mal das Puma Weitblatt, damit man die Größenverhältnisse mal sieht. Ähnlich große Messer, beide als Standhauer zu benutzen zum Beispiel. Okay, das war's dann wirklich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!